Namen falsch ausgesprochen habe. Ich kehre nach Leicester zurück. Wenn ihr dort vorbeikommt, stattet uns einen Besuch ab. Mir und meiner Gattin. Vielleicht können wir euch behilflich sein. Davon bin ich überzeugt. So, jetzt gehen wir hier. Ach nee, da wird jetzt noch. Zu eurem Dienst. Wenn das nicht Robin ist. Ja, was machst du da? Dann springst du aus dem Fenster. So, du nimmst da mal die Kräuter. Haha, und machst ihn mal tot. Keine Bewegung! Wagst du es, gegen mich anzutreten? Oh, go. Das ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert. Okay. Man lernt nie aus. Ich kümmere mich darum. So, hier sagen wir mal kurz Hallöchen. Keine Bewegung! Weiter! Was macht er da? En garde! Was macht er da? Zeigt euch! Ich erwarte eure Befehle. Zeigt, was ihr könnt! Nein! Ich werde es euch zeigen! En garde! So lob ich's mir! Hilf sie! Zu erkennen! Wagst du es, gegen mich anzutreten? Zu Hilfe! Verzeih, du hast mir keine Wahl gelassen. Du das und du das. Kohle. Das ist ein Kleeblatt, das will ich haben. So. Jetzt hauen wir die hier noch rum. Und zuerst den. Vorzugsweise den Arm beschützen zuerst. So viel dazu. Gebt euch zu erkennen! Ich bin ja schon hier. Der Geigen wird alles klar sein. Das glaube ich aber irgendwie gar nicht. So, weil die ist wach, so wundervoll bewacht, wenn wir die erstmal auf die Fresse hauen. Zu euren Diensten. Du kannst schon mal hier runtergehen. Wer fängt sucht ja, mich? Das fängt ja nicht ohne mich an, ne? Ansonsten wäre ein bisschen doof. Guten Morgen. En garde. Habe ich da etwas gehört? Wenigstens sind die so nett und halten sich wenn auf. Es sein en garde. En garde. Kann ich denn gar nicht? Der hat sogar seinen Kumpel getroffen. Dass ich nicht lache. Ich fange mal an. Ja! Nicht schlecht. Ich sterbe. Du hast dich gut geschlagen. Her damit und auch her damit. Das ist interessant. Oh, rennen die da schon wieder rum. Na gut, wir hören uns jetzt mal die Besprechung schon an. Schon erledigt. Und werden herausfinden, wie man die Stimme von diesem Typen richtig spricht. Ich bin gespannt, ich hab's nämlich vergessen. Ich hab's erzählt. Ein wahrer Glücksfall. Meine Freunde, dies ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. In diesem Brief teilt mir Leopold mit, dass er Richard nur gegen Lösegeld freilassen wird. Und was für ein Lösegeld! Nicht weniger als 100.000 Pfund! Glaubt ihr im Ernst, dass ich diese Summe zahlen werde? Niemals! Mein Bruder hat mir sein Königreich überlassen und es ist meine Absicht, es wohl zu hüten. Es ist möglich, dass einige eurer Lehnsmänner eure Regentschaft nicht anerkennen werden. Besonders Sir Ranulf war Richard immer überaus treu ergeben. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass die Verbündeten meines Bruders das Lösegeld selbst aufbringen. Ich verlasse mich auf euch, mein guter Sheriff. Ich weiß, ihr seid der Aufgabe gewachsen, die ich euch anvertraut habe. Ich werde den Pöbel ausbluten lassen. Der Hunger soll sie zum Schweigen bringen und vor euch auf die Knie zwingen. Sehr gut. Doch für den Fall, dass ihr auf Widerstand stoßen solltet, Sir Scathlock, verstärkt eure Truppen. Wenn wir Gewalt einsetzen müssen, sollten wir dazu bereit sein. Nur ein Wort aus eurem Munde und meine Mannen sind bereit, mein Prinz. Es wird uns eine Freude sein, den elenden Ranulf niederzustrecken. Ich habe Befehl gegeben, die Kronjuwelen hervorzuholen, sodass meine Krönung alsbald erfolgen kann. Das königliche Zepter befindet sich bereits in meinem Besitz und wird in Kürze sicher in meinem Schloss liegen. Sobald Leopold es leid wird, auf das Lösegeld zu warten, werde ich bereit sein, den Thron zu besteigen. Trinken wir, meine Herren! Lasst uns anstoßen auf unseren baldigen König! Ein Hoch auf König John! Auf König John! Lang lebe der König! Diese Halunke, dieses Tier. Wir müssen die Stadt auf dem schnellsten Wege verlassen und nach Sherwood zurückkehren. Oh, Robin, was sollen wir tun? Wir können doch nicht einfach zulassen, dass dieser Verräter Prinz John die Krone an sich reißt. Wir werden unsere Pflicht tun und das Königreich den Klauen dieses Verbrechers entreißen. Marianne, wir müssen uns unverzüglich an Sir Ranulf wenden.
Wenn er unserem guten König Richard noch immer treu ergeben ist, werden wir uns seiner Hilfe gewiss sein können. Was das Lösegeld betrifft, so werden wir es selbst auftreiben. Kehren wir nach Sherwood zurück. Wir müssen gut vorbereitet sein. Ja, das werden wir auch tun. So ein Hinterlist für ist Richard. Gehen wir. Und natürlich auch. Aber was der Schöne gehört hat, ne, das ist seine Kronjuwelen. Wer sucht mich? Das ist schon wieder so doppeldeutig, seine Kronjuwelen. Vorgeholt. Ja, ja, ich hoffe, einige kennen diesen Insider, sag ich jetzt mal. Die werden wir ihn natürlich gleich wieder abnehmen. Wir werden ihn dann sozusagen entmannen. Und du stehst jetzt mal hier oben. Was und macht er da? Mal in der Hand. Ja, komm, ich schau wieder ab. Kein Ding. So, was gibt's denn hier, Schönheit? Hier sind seine Kronjuwelen. Aber der ist ja tot. Tja, das passiert. Ich bin bereit. Was war das? En garde. Ja, mach tot. So. Oh, die Hölzabmarsch hier nach unten. Sehr wohl. Auf dem schnellsten Weg. Ein ansehnlicher Mann. Ein ansehnlicher Mann. Ja, mit Sir Scathlock. Ich habe meine komische Stimme. Hier werde ich zeigen. Aber auch nur, weil ich sie gerade nicht richtig hinkriege. Ausgezeichnet. Ich glaube, das müsste Prinz John sein, ja? Das könnte... Ich erwarte eure Befehle. Wagst du es gegen mich anzuzeigen? Ja, muss ich auch mal ein bisschen gucken, wie man die ausspricht. Das muss ja ein bisschen authentischer sein. So kann es gehen, wenn man auf den falschen Seite steht. Kannst du mal aufhören zu labern, wenn ich laber? Es muss ja auch ein bisschen authentisch vorkommen, wenn ich... Für Richard. ...vorlese. Hier bin ich. Das sehe ich. Hallo. En garde. Dass ich nicht lache. Gebt euch zu erkennen. Du hast dich gut geschlagen. Dein Tod sein. Du hast dich gut geschlagen. So, Apfel, das können wir nicht mitnehmen. Aber hier, guck mal, was hier ist. Es handelt sich um das Zepter des Königs von England. Es muss an einen sicheren Ort gebracht werden. Prinz John ist nicht würdig, es zu berühren. So sehe ich das auch. Also nehmen wir es doch mal mit nach Sherwood. So, wir haben hier unsere, nein, die schlafen noch, die Tuddeltaum, unsere, wie kommt der denn dahin? Schuld und Pflichtigkeit getan, also werden wir wieder uns verpissen, doch Sherwood! Auch wenn dieser Schrocke uns da gerade verfolgt. Das ist uns egal, wir machen die Biege. Ach, kick mal hier, so fisch dann auch ständig niedlich. Nimm sie doch voll los, hoch. Steh auf! Los, wagst steh auf! Es gegen mich tot. Na gut, wenn er bin, es gegen mich anzutreten. Der Gott. Ernst. Bettler. Ja, ja. Hier bin ich. Das macht ja auch noch hier arme Bettler an, also so geht das nicht, ne? Das lasse ich jetzt nicht durch. War das nicht schlecht. Robin Hood, stets zu euren Diensten. Ach, guck mal ihn an. Nee, noch nicht. Ich möchte noch mal hoch kurz Hallöchen sagen. Hallo, ich hab dich K.O. geschlagen. Ich könnte gar nicht machen. Da, einer weniger. Na gut, so. Mission gewonnen. Prinz John ist also ein Verräter. Robin ist und bleibt Richards einziger Freund in England. Naja, und Ronolf. Daher fällt ihm allein die schwere Aufgabe zu, dessen hohes Lösegeld aufzutreiben. Sein einziger Freund? Vielleicht nicht. Ranulf, der edle Herr von Leicester, hat sich immer als ehrlich und gerecht erwiesen. Er wird ein wertvoller Verbündeter sein. Ja, dann werden wir mal die Kronjuwelen. Ach, ich sag das jetzt nicht mehr so. Was? Gestohlen? Sheriff, ich vertraue euch eins der kostbarsten Güter des Königreichs an. Und es verschwindet einfach so? Puff, vor eurer Nase? Und ihr stellt euch vor mich hin und stammelt sinnlose Worte der Entschuldigung? Worauf wartet ihr? Los, lauft, grabt Himmel und Erde oben, um dieses Zepter wieder zu bekommen. Los, schneller! Und enttäuscht mich niemals wieder. Nothing happened. Okay, ich hoffe, das kam authentisch rüber. Ich bin so authentisch. Nein, alles so. Klar. Ja, nicht alle klar. So, du. Könnt ihr mich nicht in Frieden lassen? Du bist gerade erst gekommen, kannst du wieder gehen. So, du gehst mal da was Fressen vorbereiten. Oder haben wir denn hier noch ein paar neue Kinder? Das finde ich aber unfair. Das finde ich unfair. So, und da ist das Zepter, steht ja wieder, dass das klar ist. So, die Männer des Sheriffs plündern ein kleines Dorf im Wald. Okay, ich würde sagen, da wir sowieso schon seit Jahrhunderten im Überzug sind, und das bestimmt wieder so eine Teil 1 und 2 Geschichte sein wird, wenn ich das nicht mache, nehme ich dir jetzt einfach mal noch
mit auf. Denn das ist ein wichtiger, das ist eine wichtige Mission. Ihr werdet sehen, warum, meine Kinders. Ich hätte mir vielleicht noch jemanden mitnehmen sollen. Ich hätte vielleicht auch allgemein ein paar Feinde mitnehmen sollen, ich Vollidiot. Aber nein, so weit denke ich natürlich nicht. Wieso denn auch? Von Unfähigen. Das kann man doch bestimmt nicht wieder laden, stimmt's? Muss ich mal kurz gucken, Moment. Okay, ich hatte offenbar Glück, ich konnte es doch nochmal laden. Und konnte mir hier mal ein paar, kann mir hier mal ein paar Pfeile mitnehmen. Haha. Haha, und leider hat nur... Wieso haben wir so wenig Pfeile? Na, hier, komm mal. Yo. Jo, du bist mir hier abkommandiert. Und ja, allgemein könnte ich doch... Ja, genau, hier. Ja, nee, hier haben wir doch eh... Was? Ja, du nimmst mal hier eine Keule mit. Komm, Keule, nimmst du Keule mit und gehst mit, ne? So ist das ja nicht. Sollst du auch mal was machen, ne? Nun ja, es ist nie zu spät. So sieht's aus. Nimm dir ein paar Steine und du kommst auch mal mit. Hallo. Okay, und los geht's. Die Schergen des Sheriffs sind bereits am Werk. Einer der Dorfbewohner, ein wahrer Koloss, hat versucht einzugreifen. Er liegt verletzt am Boden und wird von einem Ritter bewacht. Wir müssen ihm das Leben retten. Deswegen ist das so eine... Schon erledigt. So, ich bande von Unfähigen. Ist es nicht einfach wahrhaft traurig anzuschauen? Ein ganzes Leben lang hat man geschuftet. Und was hat man davon? All unsere Habe und diesen Unholden geplündert. Und diese Soldaten, die die Straßen in den Westen blockieren. Die Jungen sind in den Wald geflüchtet, aber wir mit unseren schlechten Beinen. Tja, das ist natürlich nicht sehr schön. Und hier gibt es viele Gelegenheiten, ein paar... Dinge abzustauben. Wenn das nicht Lebt wohl! Der ist auch gleich mal da oben. Lebt wohl! En garde. In Lebwohl-Stimmung! Lebt wohl! Damit hier gleich alle in die richtige Stimmung kommen, alle mal lebt wohl sagen. Ja, lebt doch mal wohl, Mensch. Wieso lebst du denn so unwohl? Vorwärts! Mensch, ist mir ja nicht wohl dabei. Okay, geh doch damit. Du, kleiner, das ist einen guten Zweck. Tja, das glaubst du auch nicht so gut. Okay, mal hier noch kurz die in eine Falle locken. Guck mal, das Geld. Vorwärts. Was ist das? Bemerken zum Glück nur die wenigsten. Sieh da! So viel zum Thema bemerken nur die wenigsten. Okay, ich dachte, das ist diese. Oh, Scheißdreck. Das ist die noch. Wen soll ich die Bogenschützen nach hinten? Mach mal hier ein Beschützerchen. Yo. Wer sucht mich? Dir werd ich's zeigen! Der kämpft eh noch dran. Nimm das! Und du nimm das. Nein! Aber sicher! Gehen wir! Ach, okay, gib mal ihn an. Hey du, wer bist du? Oh, hier schenkt alles so früh, ihr seid richtig nicht gegonnt. Lebt wohl! Also der die Schutz, Bogenschützen nach hinten! Diese Schutztypisch sind sehr interessant. Lebt wohl! Ich meine, die bringen richtig viel. Lebt wohl! Hier bin ich! Naja, geh du mal da voran und mach mal kurz alle K.O. Dir werd ich's zeigen! Die Bogenschützen nach hinten! Es gibt Prügel. Es gibt Prügel. Hey du, wer bist du? Es gibt Prügel. Lebt wohl. Du wirst schon sehen. Komm und teste meinen Morgenstern. Du Hund. Es gibt Prügel. Ups, jetzt habe ich auch das Jetzt habe ich auch noch meinen Helm verdreckt. Oh, Kopierung. Nein. Na gut, haben wir auch mal wieder ein paar Leute ausgerottet. Und mit ihm kann man was ganz was Lustiges machen. Wie du willst. Wie du willst. Ach, was willst du nicht?